Nimm das Ding doch einfach mit. Da hast du eine Nahkampfwaffe, Bruder. Etwas Gewicht. Ha, jetzt auf einmal. Jetzt auf einmal kannst du es mitnehmen. Warum ist die Musik weg? Oh mein Gott, irgendwas passiert bei mir. Bist du bei mir? Ich brech gerade eine Tür auf. Ich hab eine Tür aufgebrochen. Scheiße, du bist bei mir. Ich bin das. Das bin ich. Okay. Ich bin beruhigend. Stehst du gerade hinter mir? Ich bin's. Ich bin vor dir. Du siehst mir in die Augen. Ich hab mich gerade umgedreht und hinter mir ist irgendwas. Jetzt ist wieder. Irgendetwas. Bei dir ist gar nichts. Ich sehe nichts. Ach du Scheiße! Ich sehe den Professor. Ich auch nur im Grund. Ich sehe. Dass jemand sterben kann. What the fuck? Was passiert denn bei dir? Mir sind irgendwelche Kettensägen entgegengeflogen. Ich sehe gar nichts. Das ist aber Luft. Ich hätte hier den her. Bist du tot? Nein. Oh, ich kann hier. Oh Gott, ich kann hier sterben. Pass auf, wenn du mich verfolgst. Du musst hier rüber, irgendwas rüberspringen, du kannst hier sterben. Ich hab einmal. Ich bin nicht gut genug gesprungen, aber ich bin nicht gestorben. Ich hab den Quicktime verkackt. Achso, deswegen war es bei mir gerade so komisch. Ich hab meinen Spieler auf deins gewartet. What the. Oh nö. Ich hasse Quicktime-Events. Ich bin hinter dir. Du fällst gerade auf den Boden, bist du? Ach du Scheiße, du bist da halt doch mal geworden. Oh Gott, pass auf, wenn du hier lang gehst. Hier ist ein Abgrund. Du hast vor mir die Tür zugemacht. Okay, damit kann ich arbeiten. Das heißt, bedeutet ja, du bist... die Schosen, Alter. Du musst aufpassen, Quicktime-Events direkt voraus. Zumindest bei mir, ganz viele. Und du bist unter mir. Ich kann nichts machen. What the fuck? Okay. Das Ding bist du. Ich hasse Quicktime-Events. Ich hasse sie. Ich hasse sie über alles. Rennen! Ich bin hinter dir. Fuck. Direkt kommt eine Situation, wo Hitler kommt. Wahrscheinlich, Digga. Was passiert denn, wenn du nicht wegrennst und ich dich bekomme? Ich weiß es nicht. Ich hab mehr Angst, tatsächlich irgendwie durch random Shit drauf zu gehen, als dass du mich findest, so irgendwie. Weil ich halt weiß, dass du das bist, aber ich muss die ganze Zeit Quicktime-Events der Vergeltung machen. Ich bin nah hinter dir. Kletterst du gerade hoch? Ich seh dich da hochklettern. Okay, gut. Oh nein, oh Gott! Pass auf! Ich bin dir fast runtergeflogen gerade. Jetzt bin ich an der Leiter. Pass auf! Ich hab Quicktime verkackt. Ich hab's wieder geschafft. Was ist jetzt los? Nein! Deine Verbindung zu dem anderen Spieler ist schwach. Bereit. Okay. Oh Gott, wer kippt denn jetzt das? LOL, bei mir kam gerade mitten im Menü! Oh mein Gott. Ich hab gerade Y gedrückt, er hat dein Spielerprofil geöffnet, Alter, weil ich noch im Hauptmenü bin teilweise. The fuck, Junge? Y. Ich hab mitten im Spiel, weil ich Y gedrückt hab, den Quicktime-Event dein Spielerprofil geöffnet, Alter, the fuck. Okay, ich hab's oben geschafft, ich bin oben. Ich bin auch oben. Bitte bring dich nicht um! Digga, du wirst da locker dich umbringen! Sag jetzt nicht, du willst jetzt wie Assassin's Creed auf den Vorsprung gehen, Alter! Das kannst du vergessen, Junge! Bitte stirb nicht! Komm doch mal runter! Nein! Was machst du denn? Nein, warum gehst du da hin, Junge? Geh da weg! Er wird dich umbringen! Geh weg da! Was machst du? Hör auf, da hinzugehen! Hör doch auf! Was machst du denn da? Ich mach gar nichts! Ich kann mich nicht entscheiden! Bitte, du wirst jetzt wichtig bestimmt! Ich kann mich beruhigen. Alter, wenn du wüsstest, was ich hier sehe, Alter. Ich bin's. Ganz ruhig. Ich bin bei dir. Komm zu mir. Ah, okay. Hat aufgehört. Alter. Bist du wieder da? Ja. Siehst du mich? Ja. Ich komm auf dich zu, ja. Oh Gott. Ich bin Fliss. Alter! Ich glaube, das ist das grüne Zeug unten. Aber guck mal, jetzt bin ich oben an der frischen Luft und es hat nachgelassen. Was machst du hier oben? Aber ich war doch auch da unten. Verdammt, du hast mich zu Tode erschreckt.
Vielleicht wirkt sie auf jeden Menschen anders aus oder so. Vielleicht war ich war vielleicht dicht an der Quelle. Oh, du warst so knapp davor zu sterben, Alter. Ey, ich hatte die Option gehabt zu springen, Alter. Jetzt erstmal wegstecken, Digga. Jetzt erstmal rein, Bruder. Rein in die Olga. Das ist wirklich der letzte Zeitpunkt auf diesem Planeten Erde, wo das. Ach, egal, scheiß drauf. Erstmal einen wegstecken, Bruder. Da fließt das Blut erstmal kurz in eine andere Richtung, Alter, bis ablenken. Okay, ich bin anscheinend Alex. Wieder. Ich sehe einen Zombie, der auf mich zurennt. Ich bin Julia und Alex. Ach, du bist Alex. Ich bin Julia, okay. Du bist Alex wieder. Ja, ich bin Alex. Dieser Wichser ist wieder hinter uns her. Aber erst. Wir müssen wieder schnell sagen, wer wer ist. Der cool. Der kommt jetzt näher. Achtung, Quicktime Events. Oh Gott. Oh Gott. Okay, okay. X. B. Du musst aber aussprechen, dann kann es besser. Wir haben gerade geschafft. Achtung, der Professor war hinten zu sehen, das heißt, wir können sterben. Ich hab Standbild. Ich hab verstanden. Ja, ich seh den Professor. Ich hab schon vorbei. Ich hasse es, wenn ich den sehe. Springen oder rennen? Rennen. Mist. Quicktime Events aufpassen. Ich hasse es, ich hasse dieses Spiel, Mann. B. Warum habe ich jetzt den Schrank umgeworfen? Du musst auch noch rüber. Ich weiß es doch. Als ob er da. Guck mal, der steigt doch einfach drüber. Was zur Hölle war die Mission? Was war meine Mission? Warum habe ich den Spind umgeschmissen? Ich helfe. Ja, hilf mir. Du musst jetzt Tasten spammen. X. Ich steig auf mein Leben. Fahr jetzt bloß nicht wieder auf der Treppe hin. Renn einfach. Conrad. Was geht hier vor? Hey Jules, was geht? Geh aus dem Weg! Nein! Ich hab X gedrückt! Du dummer Wichser, Alter! Einmal X zu wenig gut. Einmal zu wenig tot. Einfach ich frage mich, ob die anderen ihn auch sehen. Okay, wir sind alle noch wieder da. Alle wieder versammelt. Oh Gott, wir sind zusammen! Wir sind alle. Junge! Also kurz mal, egal was jetzt noch passiert, ne? Können wir kurz Props geben, dass wir alle zusammen sind und alle noch am Leben. Wir haben keinen verloren. Digga, noch das ist krass, Alter. Nicht. Wir haben keinen verloren bis jetzt. Klar, es kann sein, dass wir noch irgendwann verlieren. Aber bis jetzt noch niemanden verloren. Digga, wie krass ist das bitte? Mein Gott, zieh doch irgendwelche Schuhe an, Alter. Sind wir sicher? Alles gut, denke ich. So, wollen wir jetzt vielleicht mal kurz darüber reden, dass wir Dinge sehen, die gar nicht da sind und uns gegenseitig gefühlt fast umbringen? Nur so. Alter, das war so krass. Vor allem das mit dem Wasser. Wer ist jetzt der Richtige? Der obere oder der untere? Oh, hallo. Es gibt eine Wendung spiritueller Natur. Nicht? Herausgefunden, was los ist, wie man's aufhält, wie man das Leben ihrer glücklosen Passagiere rettet? Sicher, hoffe ich. Obwohl die vorigen Schiffspassagiere daran wohl gescheitert sind. Gab eine Menge Tote damals. Lassen Sie mich helfen, mit einem Hinweis. Was nehmen wir? Neugierig, zuversichtlich. Was nehmen wir? Neugierig. Immer her damit. Immer her damit. So einträchtig. Nun dann, wie sag ich das nur? Womöglich sind hier Kräfte am Werk mit einem wissenschaftlichen und vielleicht auch einem politischen Hintergrund. Nicht übernatürlich. Vielleicht begreifen Sie langsam so einiges? Dass alles und jeder vielleicht dem Anschein nicht ganz standhält. Ich hoffe, das hilft.
Und wollen Sie nicht gern herausfinden, was Ihre glücklosen Seelen von all dem halten und wie Sie vielleicht weitere unnötige Tragödien verhindern? Na los, weitermachen. Bis bald. Was zum Teufel war da mit dir los? Brad, du bist ausgeflippt, voll heftig. Du wolltest mich töten. Was sagst du? Komm schon. Nein, im Ernst, das ist lächerlich. Was ist nur auf dem verdammten Kahn los? Ich hab echt das Gefühl, dass da irgendwas, was Böses, etwas wirklich Böses am Werk ist. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Was ich dort gesehen habe, da waren diese alten Soldaten. Sie lagen überall, sie waren tot, doch dann standen sie auf. Das klingt gerade gar nicht mal so verrückt. Also da war diese uralte Lady, ich meine, alt wie ein Relikt aus der Steinzeit. Das ist dann sicher okay, aber sie war echt total gruselig. Alex war nicht der Einzige, Alex. Wovon redest du da? Da liefen so Dinger herum mit seinem Gesicht. Mit Alex' Gesicht. Es war so furchtbar. Okay, ich bin jetzt wieder Alex, verständnisvoll. Das hier. Julia. Ich würde doch kurz darüber reden. Das weißt du, was er gesagt hat. Ja, ich weiß, der Professor. Aber können wir gleich mal einen kurzen ruhigen. Wir haben schon gleich einen ruhigen Moment, der Kurs machen. Der abgefuckte Kahn ist doch nicht normal. Das denkt doch nicht nur ich. Ich meine, irgendwas geht hier vor sich. Also, was wissen wir sicher? Woran sind wir uns einig? Habt ihr Gold gesehen irgendwo? Mandschurei-Gold ist in Wahrheit kein Gold. Es ist eine Chemikalie, die den ganzen Frachtraum 2 kontaminiert. Ja, ich bin sicher, dass unsere freundlichen Fischer auch etwas anderes erwartet haben. Die werden sich freuen. Okay, hat sich, denke ich mal, damit erledigt. Das heißt, wir wissen, was es ist. Eine Chemikalie, die das für Fertilisation sorgt, okay. Wo ich ist die Crew? Ich würde gerne reden, Alter, das geht aber nicht, warte. Weiß jemand, was mit der Besatzung ist? Sind die mit einem Rettungsboot abgehauen? Ich fühle mich wie auf einer Fähre über den Fluss Styx. Woher stammen die ganzen Leichen? Es sieht so aus, als könnte man echt vor Angst sterben. Denn ich glaube, genau das ist den Männern hier passiert. Ja, ein paar Leute haben einen kompletten Krampfanfall gehabt. Ich glaube, die waren zu lange damit in Berührung gekommen. Das ganze Schiff ist seltsam. Dreckig, stinkend, seltsam. Und ich hasse es. Dieser Ort ruft einfach total schlechte Gefühle hervor. Ich hoffe, er spielt mit den Ängsten. Was hier nur passiert? Ist das ein Geisterschiff? Nein. Was denkt ihr, ist wirklich auf dem Schiff passiert? Also, das Schiff kam von einer Wasseraufbereitungsanlage in der Mandschurei. Es wollte nach San Francisco. Die Zeitung war von 1947. Das Schiff ist in ein schweres Unwetter geraten. Dazu gab es einen Eintrag im Techniker-Logbuch. Wir wissen mehr als vorher. Wenigstens etwas. Holy shit, das sind die ganzen Sachen, die wir gefunden haben, nicht Artikel und sowas. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Wir müssen hier weg. Ohne die Verteilerkappe kommen wir hier nicht weg. Wir brauchen sie. Moment. Hier muss doch ein Funkgerät sein. Das könnten wir benutzen. Ja klar, sofern es noch funktioniert. Ja, wahrscheinlich. Funkgerät von 1945, Digga, wahrscheinlich. Das kann funktionieren, klar. Ja, das ist aber dann meistens... Oh, das leuchtet doch. Hast du gesehen? Das hat geleuchtet. War es nicht der Mond? Nein, da hat eine Antenne hat geleuchtet. Okay, ich hab nicht hingeguckt. Okay, jetzt können wir ganz kurz reden, glaube ich. Wir haben jetzt ganz kurze Zeit, ja. Das mit dem Professor, also, ich bin mir sicher, also er hat halt gesagt, dass es nichts Übernatürliches. Das heißt, die Chemikalie, was sie gesagt hat, ist auf jeden Fall richtig. Es muss eine Chemikalie sein, das grüne Zeug, was wir gesehen haben, ist irgendeine Chemikalie. Die einem Wirr macht im Kopf und Sachen sehen lässt, Psychose. Genau, genau das war auch das mit den Karten, was er gezeigt hat. Weil am Anfang war das nur eine Königin, jetzt 2, 3, 5 und 7. Und dann hat er die hingeworfen, aber was König, Bube, Dame und sowas. Das heißt, es ist alles nur im Kopf, es ist Halluzination. Das Zeug, was hier ist, was in den Kisten war, wo der Blitz eingeschaltet ist, was ausgestoßen ist, das war nur ein Zeug, was für Halluzinationen sorgt, okay. Und ich denke, die Leute, die gestorben sind, ohne Einschusswunden und sowas, sind Leute, die mit zu langem Kontakt waren, daran gestorben sind, weil sie einen Herzinfarkt gekriegt haben. Weil die Stresssituation den Körper komplett gefickt hat. Also, was ich sagen wollte, der hat ganz am Anfang gesagt, nicht alles Gold ist, was glänzt oder irgendwie sowas. Das heißt, das Gold ist gar kein richtiges Gold, das haben die auch jetzt gerade gesagt, sondern das ist eine Chemikalie, wie du gesagt ganz hast. Ganz genau. Das Gold ist die Chemikalie. Genau. Das heißt, und es ist nichts Übernatürliches, das heißt, es ist etwas Wissenschaftliches etc. Das heißt, genau. Diese Chemikalie
ist irgendetwas Komisches, das Leute wirr macht. So. Wir haben... Eine biologische Waffe, ich sagen. Also, genau, aber ich habe das Gold gesehen. Ich habe das Gold mit meinen eigenen Augen gesehen. Dann war das eine Halluzination. Da muss es eine Halluzination gewesen sein. Also entweder das oder das war das richtige Gold, weil das war auch in der Kiste und sowas. Ich habe es richtig gesehen. Entweder war das Fake-Gold oder das war das echte Gold. Aber wenn es das echte Gold wäre, warum wurde ich nicht von der Halluzination getroffen? Weißt du, was ich meine? Vielleicht war das die Halluzination, dass du das Gold gesehen hast. Also wir können auf jeden Fall festhalten, dass wenn wir an der Oberfläche sind, an der frischen Luft, da sind wir alle klar im Kopf. Also aber sobald klar wir runtergehen, ne? Wo dieser Nebel ist, dieses grüne Zeug, was aufsteigt, da geht der Scheiß Nebel. Dann richtig ab. Der Nebel. Aber okay, also wir können, ich habe auch gesehen, das Funkending da, das hat rot geleuchtet, soweit ich das richtig gesehen habe. Mhm. Kein Witz. Siehst du es? Was? Wir sind jetzt leuchtet komplett nicht mehr. Am Arsch. Ganz oben, es hat irgendetwas rot geleuchtet. Irgendetwas hat da rot geleuchtet. Das ist so ein Blinkding, was ab und zu aufblinkt, einfach so wie der Feuermelder. Der blinkt auch nicht permanent, sondern macht immer so piep, ein paar Minuten wieder aus. Das Gute ist, eigentlich, wir sind jetzt alle clean. So, wir haben keine Chemikalien in unserem Kopf. Das heißt, jetzt kann uns nichts passieren. Das heißt, alles, was wir jetzt sehen, ist hundertprozentig clean. Genau. Hier oben ist frische Luft, hier passt alles. Aber Strom ist generell noch da, ich weiß nicht wieso, aber hier sind halt überall noch Lichter an. Also hier ist noch Strom drauf. Und schön alles lesen, ne? Weil jetzt gerade, glaube ich, bei der Katze, wo die gerade geredet haben. Haben die das Flugzeug abgeschossen, zu dem wir getaucht sind? Ja. Hast du gerade gehört, was dein gesagt hat? Das könnte sein, ne? Das Flugzeug hierher war und die haben es mir angeguckt. Ja. Weil dein Charakter hat das gerade gesagt, von wegen, dass das Flugzeug, was wir gefunden haben, das Flugzeugwrack, vielleicht von denen hier abgeschossen wurde, weil die was anderes gesehen haben. Kann sein, keine Ahnung. Ich meine, wir haben die Kugeln halt nicht untersucht, ne? Das wollte er ja noch machen. Könnt ihr das Boot hier untersuchen? Nee, ne? Doch, jetzt. Doch, da hat was geleuchtet. Wird angeschossen, ne? Da sind Löcher drin, ja. Dinger kannst du auf jeden Fall nicht verwenden, damit gehst du unter. Ja, die sind Schrott. Unbrauchbar. Ja, ein paar Löcher, ne? Schweizer Käse einfach, dieses Boot, Digga. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das mit dem Professor finde ich mega geil. Dass du komplett einfach ihn einfach so siehst, ohne irgendeinen Grund. So, du siehst ihn einfach. Ja, und das ist einfach richtig Panik, wenn man ihn sieht. Ja, weil du weißt immer, okay, das ist irgendein Scheitepunkt. Also hier kann sich entweder nach links oder nach rechts weiterentwickeln. Irgendwas kann hier passieren, irgendjemand kann hier sterben vielleicht sogar. Hier ist irgendeine Entscheidung ganz wichtig, so habe ich mir das Gefühl, jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Ich will keine Taschenlampe mitnehmen. Ich renne hier barfuß immer noch rum übrigens. Da ist überall wahrscheinlich Rost, irgendwelche Schrauben, irgendwelche Kanten, Metallstücke. Ja, so Knie, alles voller Dreck. Es ist ein Wunder, dass ich immer noch nicht irgendwie, keine Ahnung, grüne, blaue Füße habe, Alter, weil ich da irgendwo reingetreten bin. Warte ganz kurz mal. Wer ist alles barfuß? Drei Leute sind, glaube ich, barfuß. Ne? Konrad ist barfuß. Welche? Fliss ist barfuß. Konrad? Ja, Konrad ist barfuß, okay. Genau. Brad ist auch barfuß und ich bin gerade. Fliss ist auch barfuß. Drei Leute sind barfuß. Ich dachte gerade, dass die barfuß sind, irgendwie immun sind oder irgendwie sowas, aber Fliss und Konrad sind barfuß. Das heißt, die haben nichts miteinander zu tun. Das liegt, denke ich mal, daran, dass die beide in demselben Raum, also dass er halt vielleicht länger unten war. Weil guck mal, stimmt, warte mal, ich bin mit Konrad runtergefallen. In die Kammer, wo ganz viel von dem grünen Zeug war. Und da haben wir gerade, glaube ich, eine Überdosis bekommen. Wie wär's mit etwas Hilfe? Und jetzt trennen sich unsere Wege wieder. Ich glaube, da geht's nach oben. Großartig. Nein, ich hab dich nach Hilfe gerufen, oder? Hoch. Ja, jetzt helfe ich dir wahrscheinlich hoch und dann bist du oben und ich unten. Ja und? Ich muss dich abhauen oder sonst irgendetwas. Es sei denn, die Bösen kommen. Ich zieh dich hoch. Aber oder irgendwelche so. Geister oder sowas kann nicht sein. Aber ich habe als Fliss Geister gesehen. Also ich habe schon irgendwas gesehen dann. Das heißt, er hat schon mal einen gewissen Kontakt gehabt. Aber mit Konrad, wie gesagt, bin ich halt in eine Kamera reingefallen, wo das ganze Zeug richtig am Start war. Da war alles grün. Aber vielleicht sind die Geister real und das, was Konrad gesehen hat. Komm diese Treppe nicht hoch, Alter. Ja, jetzt geht's. Weiß ich nicht. Also als ich runtergefallen bin, habe ich tote Soldaten gesehen, die aufgestanden sind und rumgerannt sind und mich fressen wollten. Also. Kommen wir nochmal um die Ecke hier? Ich gehe noch hier. Warum sind die schon hier hinten? Wir sind gerade hochgeklärt, wir haben niemanden mitgenommen, aber da hinten sind schon welche. Als ob hier gar nichts ist. Ja, ich denke, ich muss hier lang, ne? Weil die stehen auch die anderen Charaktere von uns. Ja, aber ich dachte, das ist so ein Geheimnis oder sowas, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall die Textsachen, ne, mit denen man A drücken kann, auf jeden Fall einfach mal mitnehmen. Weil anscheinend merken die Charaktere sich, ob wir das genommen haben oder nicht und interagieren dann damit. Konrad verfolgt. Okay. Kam mir auch bekannt vor.
Komm ich hier rein? Ich meine, das wäre ein bisschen zu einfach, ne? Hey, kommt her! Oh, Tasten drücken. Hier geht es durch. Komm schon! Easy. Ich schreie und sage, kommt her und helft mir. Ich mach trotzdem alleine auf, alles klar. Ja, komm, geht alle durch, ich halte die Tür auf. Ja, ja, kein Problem, helft mir bloß nicht. Hold the door. Hold on, einfach. Jeder wieder im Skelett. Oh Gott, 3 FPS-Raum einfach, Digga. Alter, Skelett, ja, ja. So, was habe ich hier? Logbuch! Ich habe das Logbuch gefunden. Nice. Bild. Okay. Wir können es beide angucken, ne? Das heißt, wir haben 2 Chancen. Okay, ich gucke jetzt erstmal rein. Der letzte Eintrag. Hiernach sind sie in einen Mördersturm geraten. Okay, das ist eindeutig. Da muss man 20.000 Mal gucken. Also, was ich gesehen habe, du kannst auch nochmal reingucken. Ich habe gesehen, wie, weißt du, dieser eine Typ, dieser netteste, der netteste von den Bösen, ne? Der mit dem Stimmband, Rambo, nur ohne Haare. Genau. Der hat sich mit einer Schusswaffe selbst also er hat sich selbst getötet. Mit einer Schusswaffe direkt an die Schläfe, okay. Tot. Und das Bild ist hier. Also, du kannst dir nochmal angucken, hier. Ja, ja, schau es mir gleich nochmal an. Können wir noch einmal weiterblättern? Nee, das war's schon. Okay, gut. Es gab auf jeden Fall, kurz nachdem das passiert ist, halt ein extremes Unwetter mit 6 Meter hohen Wellen. Habe ich gerade im Logbuch gelesen. Okay, wo hing das Bild? Das hing hier vorne irgendwo. Der ist dieses Skelett, der einfach gekaut in der Ecke rumliegt. Ey, ich hätte so gerne einen Schlamm am Start, ne? Ich bin gerade hier. Hier, komm nach links. Nach links hier. Hier ist das Bild. Da ist es. So, dann schau's mal nochmal an. Der schießt sich dann einfach. Jetzt ist die Frage: Ist es das Ende, was gut ist? Weil er nicht uns erschießt, sondern sich selber? Oder brauchen wir ihn? Also diese Vorahnungen sind ja eigentlich immer etwas Negatives, oder? Das war ja noch nie was Positives. Ja doch, wir wussten zum Beispiel dadurch, dass Alex jemanden ertrinkt und der andere und dass ich gesagt habe, hör auf oder so. Das war zum Beispiel eine Irreführung. Alles, was wir bis jetzt gesehen haben, war immer etwas. Nein, aber es also das hilft uns natürlich so nicht, aber das war immer etwas Negatives. Das, was wir gesehen haben, ist eine negative Aktion gewesen immer. Weißt du, was ich meine? Das ist nichts, wo wir sagen würden, okay, wenn das genauso passiert, wie wir es im Bild sehen, wir freuen uns darüber. Das ist noch nie passiert. Das heißt, dass er sich umbringt, ist etwas Negatives. Und ich glaube, er würde sich umbringen, weil er Angst hat, weil er irgendetwas sieht oder weiß ich meine oder und so weiter. Und dann sagt er einfach, aber scheiße, wir wissen halt den Zusammenhang nicht. Vielleicht tötet er einen von uns und er schießt sich danach oder so. Ich glaube, der soll nicht sterben. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der darf nicht sterben. Kann sein. Suche abgebrochen. Suche nach Mann über Bord beginnt. Okay, irgendjemand ist von Bord gesprungen. Das habe ich erst auch schon mal gelesen gehabt. Was? Jemand ist über Bord? Ja, jemand ist über Bord gegangen. Ach so, du hast was gelesen. Dachte schon. Suche nach Mann über Bord gehen, genau. Suche abgebrochen. Dichte Wolken, Positionsbestimmung noch nicht möglich. Okay. Das habe ich auch schon in einem anderen Dokument mal gelesen. Ich weiß nur nicht, ob das relevant ist oder ob das einfach nur so eine Randinformation ist, so ein bisschen Lore und so. Hier ist jemand, hier ist eine Leiche. Das ist doch dieser. Hier ist jemand, typ, hier ist eine Leiche, alles klar. Ja, genau, das ist mit dem Kreuz, genau, wo hier so ein Ding reingekommen ist mit zwei riesigen Armen. Der Schatten, zumindest. Können wir mit denen reden jetzt? Jetzt kommt irgendeine Katze, ne? Nicht zu fassen. Das Ding funktioniert echt noch. Wir müssen uns jetzt gut entscheiden. Okay. Das ist jetzt wichtig, wenn wir jetzt irgendjemanden erreichen. Okay, ich muss drehen. Links oder rechts? Ich drehe mal nach rechts. Da! Oh, Radio! Nein, falsch. Das ist was Schlechtes. Wir müssen reden. Ich muss die Küstenwache oder so erreichen. Jetzt! Ja, Militärkanal. Militär? Fragen wir nach Hilfe. Ich hab Militärkanal gefunden. Also geht ihr Militärkanal in 60 Jahren nicht ändern? Bitte kommen! Es gibt vielleicht ein Notfallsignal immer noch. Over. Ja, los! Bitte entscheid dich richtig! Hol Hilfe! Okay, wenigstens hört uns jemand. Aber das Signal reißt immer ab. Mayday. Unsere Koordinaten sind genau. Perfekt, direkt in Koordinaten. Wenn mich jemand hört, wir sind auf einem alten Frachter. 12 Grad, 30 Minuten Süd. 151 Grad und 20 Minuten West. Over. Wiederholen.
Wiederholen, ja, ist klar. Mayday. Respektvoll verzweifelt. Wiederhol. Nein, tu das, was er gesagt hat. Danke. Sir, okay. Ich glaube, der Name des Schiffs lautet Orangmedan. Over. Komm, over. Gib mir Erfolg. Bitte, der Name ist Khans. Bitte, okay. Ist da wer? Kommen, over. Warum hast du die Koordinaten nicht nochmal durchgegeben? Weiß ich, konnte. Nein! Ich konnte nur das sagen, was ich gesagt habe, oder Mayday. Das waren die zwei Sachen, die ich nachmachen konnte. Erst wenn ein Schiff nahm oder Mayday. Mehr konnte ich nicht machen. Hey, Leute! Aber wäre Mayday nicht die Wiederholung gewesen? Mayday hätte sie gesagt, Mayday, wir stecken hier fest und Ende. Wahrscheinlich. Hey, sieh mal hier. Oh nein. Das muss irgendwo hinführen. Vielleicht. Aber glaubst du, die wissen, wo das Schiff ist? Wir brauchen Strom für das. Ich sag mal so, das Spiel ungefähr 2018. Ich denke mal, dass die Gespräche aufgezeichnet werden. Kannst du nochmal nachgucken? Ich bin. Komme ich mit meinen Verletzungen nicht darunter? Ich gehe. Natürlich. Warte. Ich schaff das. Ich sollte runtergehen. Hey, kleiner Bro. Was gibt's? Ich glaube, ich sollte dich befördern. Zum Big Bro. Medium Bro. Was soll denn? Wovon redest du? Du hast dich bewiesen. Und das voll in der Schusslinie. Der Vergleich hinkt mächtig. Nicht, wenn die Metapher der Knaller ist. Bin beeindruckt. Ehrlich. Oh, Bro. Und was meinst du? Bro. Ermutigend. Was soll ich machen? Wer soll's machen? Sag's mir schnell. Mach, was du denkst. Wer soll runter? Ermutigend. Das war die schlechte Entscheidung. Jetzt geht er runter. Ich glaube, du packst das. Ich komme mit. Hey, was? Julia, nein. Du bist nicht mein Leibwächter. Ich kann auf mich aufpassen. Nein. Selbstbewusst, ich bin der Captain, ich gehe. Boom. Ich bin hier der Captain. Von irgendwas. Und der Captain sagt, ich komme definitiv mit. Okay, Fliss. Bereit? Die beiden schaffen das. Oh Gott. Oh Gott. Keine gute Idee. Wir haben gerade zwei Charaktere safe geopfert. Die werden safe jetzt 3000 Todeschancen bekommen. Mhm. Hätte man nicht einmal sagen können, keiner geht? Weiß nicht, das ist Brad. Kurz. Okay, du bist Brad, ich bin Fliss. Okay, gut. Ich will unbedingt reden, Alter. Ja, so ist es halt mit einem Kinofilm auch. Sind alle okay? Mhm. Sind alle okay, triff eine Entscheidung. Uns geht's gut. Was machen wir jetzt? Wo zur Hölle sind wir? Ich finde den Generator, genau. Zuversichtlich. Ich gehe den Generator suchen, damit wir das Funkgerät benutzen können. Ja, definitiv, jo. Ich warte hier beim Funkgerät. Oh, shit. Hey. Warum kriege ich ja nicht immer die komischen Taschenlampen? Hier lang. Also, mal ernsthaft, Fliss hatte noch nie eine richtige Taschenlampe. Jetzt hat sie ja schon wieder so ein komisches Ding. Das ist 3000 Jahre alt, dieses Schiff, als ob da irgendwelche moderne Technik ist. Bevor der zweite geht, warte ganz kurz mal. Der hat gesagt, Mayday, bleib die ganze Scheiße wiederholen. Das heißt, das, was du als erstes gesagt hast, hast der höchstwahrscheinlich, wie gehen wir davon aus, nichts mitbekommen. Das zweite hat er safe mitbekommen. Safe. Das glaube ich schon. Mhm. Was hast du beim zweiten Mal gesagt? Du hast nur den Namen des Schiffs gesagt. Genau, sie hat nur den Namen des Schiffs gesagt. Ja, mehr nicht. Okay. Das Schiff, ich gehe mal stark davon aus, dass das Schiff weltberühmt ist oder sonst irgendetwas, es ist verschwunden. Das war Zweiter Weltkrieg, irgendetwas, die kennen das Schiff. Die werden in den Büchern nachgucken, wo es ungefähr die Route, die es gefahren ist, dann kann man nachgucken, wo was passiert sein könnte. Aber die Tatsache, dass sie das nicht schon gemacht haben, spricht aber auch für sich wiederum. Also. Ich meine, wenn jetzt in der jetzigen Zeit ein Militärschiff verschwinden würde, mit Soldaten, Menschen, Waffen, da wird doch irgendjemand mal denken, wir sind das auf einmal hin. Also. Ich versteh's nicht. Ich versteh's auch nicht. Aber die haben den Namen, Das ist was Gutes. Bist du hin? Wo rennst du? Könnten uns abholen. Hier vorne, okay. Ich bin um die Ecke, Warte mal. Hä? Warte mal. Hier war ich am Anfang des Spiels. Oh Gott, wie hieß der nochmal? Charlie hieß der am Anfang, ne? Mit dem ich gespielt hab? Das war Charlie, oder? Da war ich genau bei dem Safe. Charlie und Joe waren da. Genau, Charlie und so, da hab ich versucht, den Safe zu öffnen. Das hier war der Raum, in dem ich gespawnt bin. Genau. Und hier bin ich gespawnt. Das war mein Spawn. Hier ging es bei mir hast los. Hast du den Safe geöffnet oder war das schon vorher? Nee, offen? Ich wollte den öffnen. Ich konnte ihn aber nicht öffnen. Also hat irgendjemand anderes den geöffnet? Wer hat anscheinend den geöffnet? Schon. Ich weiß es nicht. Aber es waren doch alle tot.
Ist im Safe irgendwas drinne? Ich greife mal rein. Ah, ein Dokument. Bericht des Schiffsarztes. Wissenschaftler. Warte mal, stimmt dem zu, die westliche Welt müsse vor dem Übel. Die USA seien darüber informiert, dass gewisse Stellen den von chemischen und biologischen Substanzen in der Kriegsführung erforschen. Unsere Aktivität wurde von Genfer Protokoll eingeschränkt. Es ist eine experimentelle Waffe gewesen. Ja, safe, safe. Ja, das steht hier im Dokument ungefähr drin. Es muss eine experimentelle Waffe gewesen sein. Ich nehme mal kurz den anderen Brief mit. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast. Ich gehe einfach mal ganz kurz und guck mal kurz nochmal, was da steht. Was bedeutet, dass hier nichts... Also das bedeutet, dass es keine Geister gibt. Also wir könnten... Also eigentlich, jetzt wenn irgendetwas auf uns zukommt und es rennt jemand auf uns zu, wir dürften eigentlich keine Angst haben, ne? Gibt sowas nicht. Das ist alles fake. Ja. Oder? Aber wir wissen nicht, wer das dann ist. Ob das einer von uns ist oder einer von denen und wir den trotzdem angreifen müssen. Das heißt, es kann einer... Ja, gleich, ich schau mich nochmal ganz kurz hier oben. Vielleicht ist noch irgendwas versteckt. Okay, ich warte hier. Okay, aber eigentlich, also eigentlich dürften wir keine Angst, vor allem du, zum Beispiel als Colonel bist du die ganze Zeit vor mir abgehauen. Also ich musste vor dir abhauen. Böses. Ich habe Entscheidungen gehabt, über denen ich abhauen musste von dir. Aber das Ding ist, ich wusste das, weil wir das zusammengespielt haben. Stell dir vor, du spielst alleine und siehst die andere Perspektive nicht. Ich meine, springen würde ich trotzdem nicht, ganz ehrlich, also ich stand da oben auf dem... Also das war schon Assassin's Creed mäßig, Alter, immer gefühlt einmal runter. Ich glaube nicht, dass das so ein Neubahn war oder sowas. Einfach safe Match wäre ich dann gewesen. Okay, bei mir ist überall grüner Nebel. Also aufpassen, es kommt gleich wieder an die Situation. Bei mir ist überall das Zeug hier unten gerade. Nein, komm zurück. Ich will erstmal in diesen Raum, weil ich kenne den Raum. Okay. Komm zurück. Machen wir noch einen Weg gleich da. Bin da. So, dieser Raum. Das ist mein Spawnraum nämlich gewesen. Ach, hier bist du gespawnt. Ne, gut, da war ich doch woanders. Ich bin auf einer Krankenstation gespawnt mit Ärzten. Das ist mein Spawnraum. Ah, okay, cool. Ja, direkt neben dir. Die Leiche, die aus dem Schrank gekommen ist, von der ich erzählt habe. Das ist die Leiche gewesen. Hier ist ein Bild von jemandem. Ey, ist das nicht deiner? Bist du das nicht? Das ist meine Familie, glaube ich. Könnte der Sohn von jemand an Bord gewesen sein. An Papa. Komm bald zurück. Ja. Okay. Ist so sad. Hast du die Corona-Warn-App heruntergeladen? Nee. So, guck mal, was hier ist. So, her mit dem Brief. Was haben wir hier stehen? Name vom Patienten, John Patterson. John. Nee, das, ja, stimmt. Das Bild ist mein Sohn. Das bin ich. Geboren am 24. Februar 1922. 2. März 1941. Am 2. März 1941 bist du gestorben anscheinend. Aber dann wurde das aufgenommen. Was? Vom Datum mal, was? Hier. Gesamtdienstzeit 3 Jahre und 5 Monate warst du beim Militär. Das muss ich sehen. Krankengeschichte, Diagnose, schwache Neurose, okay. Untauglichkeit ist nicht auf fehlerhaft. Ja, da steht oben John Patterson. Das kann nicht sein. Wer hat denn das geschrieben? Der Arzt wahrscheinlich. Der Arzt hat das ja aufgenommen. Das ist seine Krankenakte. Aber es waren alle tot. Ich hatte Patterson heute zu mir bestellt, da ich glaube, dass seine Panik von eindringlichen und verstörten Erinnerungen begleitet wird. Bisher konnte er seinen Dienst fortsetzen, da seine Symptome nach Beendigung seiner Wachschicht stets nachließen. Okay. Das ist doch unrecht. Aber wer hat diesen Artikel geschrieben? Es war doch an diesem Zeitpunkt, wo die beiden gestorben sind, alle anderen schon tot. Mhm. Vielleicht ist es so wie so ein Tag vorher passiert, quasi. Wir sind drinne, er hat den Bericht geschrieben und danach ging's los. Weil wir wissen ja nicht, wie lange wir ausgenockt waren oder sowas. Patterson ist 25 Jahre alt und in hervorragender körperlicher Verfassung, hat keinerlei bekannte Vorerkrankungen und eine makellose militärische Karriere, okay. Also in diesen Akten steht das Todesdatum, ne? Von John. Ach so, jetzt weiß ich auch. Dein Charakter ist gestorben wegen dem Kind. Das Kind sah wahrscheinlich aus wie sein Sohn. Der hat einen klaren Fall von PTBS. PTBS. PTBS, wie meinst du? PTBS steht hier. BS, okay. Ja, ich muss sagen, also jetzt, wo ich das Bild sehe, das kommt dem Kind schon ähnlich. Das sieht ein bisschen ähnlich aus, das kann sein. Vielleicht hat er seinen Sohn gesehen, wie er tot war und hat dadurch dann einen Schockanfall gekriegt.